Ja, und abends dann. Oh, das ist auch ein bisschen laut. Ich habe es ja mitbekommen, dass ich gestern nicht gestreamt habe. Aber dann, da ist der Grund, und ich sage jetzt auch euch ernsthaft, ich hatte die letzten 3,5 Wochen Ferien. Und tatsächlich war ich gestern total müde. Mir so vorstellen, ich habe Sonntag auf Montag gerade mal eine Stunde geschlafen. Kaum ich war arbeiten, Arbeit ging, dann habe ich noch einen Spezialauftrag bekommen. Ich musste extra von meinem Standort nach St. Gallen fahren, also halbe Stunde mit dem Auto, danach mit 20 Minuten dann zurück. Tja, ich kann es vorstellen, was da abläuft. Kaum bin ich zu Hause angekommen. Erstmal duschen gehen. Nicht mal gegessen. Wohl bemerkt. Ich konnte einfach nicht mehr. Tja. Und deswegen habe ich auch den Stream auf heute verschoben. Und das werden wir jetzt auch machen. So. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Jetzt. So. Weil ich hatte die letzten Zeit Probleme. Immer. Also sprich, vor allem beim letzten Breath of. Jetzt fange ich schon wieder an. Breath of the Wild. Tears of the Kingdom. Irgendwie hat sich der Bildschirm immer wieder so verschoben. War wie rangezoomt und. Ähnliches. Da dachte ich einfach, ja, hör bitte auf. Also jetzt spiele ich halt Fullscreen und da könnt ihr sehen. So, das letzte Mal haben wir gut da oben verbracht. Ihr seht es ja nicht. Und haben natürlich die Pura entdeckt. Und ja, ich habe es herausgefunden, wer sie ist. Also die Synchronsprecherin. Und mein Gott, ist mir da echt nicht eingefallen, dass die Synchronsprecherin Jennifer Weiss ist. Ach, ich mag ihre Aussprache. Ich mag ihre Stimme sehr. Und tatsächlich habe ich es vergessen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde mich nicht als ein Fan von Sword Art Online bezeichnen. Und es gibt sicher viel bessere Animes als Sword Art Online, aber ich bin keiner dieser Hater. Eher der sagt, ja, man kann Sword Art Online schauen. Und ich bin aber ein Riesenfan von Xenon. Und genau Jennifer Weiss spricht Xenon. So, yes. So, aber nun gehen wir wieder zu Pura und hören ihre süße Stimme.
Alles klar. Die Ziele sind ganz klar. Wieder dieselben. Wie in Breath of the Wild. So, aber was mich interessiert, momentan nicht verwendbar. Okay. Ich denke, das habe ich jetzt wirklich. Ah, okay. Erst wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. Alles klar. Ich war auf einem, bei einer Sache neugierig. Und das spricht dieses Fotomodul. Ich meine, in Breath of the Wild war es ja gang und gäbe, dass man da alles fotografiert hat. Und nun genau das gleiche. Ich habe mir leider keinen Gedanke gemacht, wie ich dieses Abenteuer bestreiten werde. Aber mein Ziel ist natürlich, so viel wie möglich zu sehen. Das heißt, wir werden hier tatsächlich viel umherirren und weiß Gott was machen. Und ab und zu mal auch die Hauptquest fortfahren. Also, wird spannend. Aber nun erstmal. Die Frage ist, muss ich den Typ ansprechen oder?
Alles klar. Oha. Und das ist der Untergrund. Oh. Dafür gibt es eine eigene Karte. Okay. So. Ist da, wir haben keinen. Oh. So, und da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht hier läuft, weil dann wird man natürlich des Kraftes beraubt. So, drückt halten und das ist der Riesenleuchtsamen. Ich würde eher sortieren. War das? Aber wenn ich dann auf den Boden lege, dann macht es genau das Gegenteil. Versteht ihr, was ich meine? Also im Prinzip macht es genau nicht das, was ich möchte. Also ich kann es natürlich mit dem Fallen schießen. So. Das funktioniert. Aber eben nicht der Sinn der Sache.
Sehr schön. Aber ich verstehe nicht, was er jetzt meint. Die Quest sagt mir, ich soll hier. Aber ich würde gerne erstmal dorthin gehen. Wo das Lagerfeuerlied steht. Gut, das kann. Ja, dorthin scheint sicher irgendein Gegner. Hallo Mio, na alles klar bei dir? Ich würde gerne dorthin gehen. Das reizt mich jetzt eher. Ach, was ist los, Mio? Jo, mir geht's soweit gut. Ich sage so, ich finde die Stimmung hier wirklich sehr düster. Also mir gefällt sogar. Oh. Wow. Da muss ich fragen,
Kann ich mich heilen? Oh! Sieh mal einen an, wen wir da gefunden haben. Interessant. Und was sagst du jetzt? Etwas, was ich sehr liebe. Ja, das wird auch unsere Aufgabe sein, fotografieren. So, aber eines müssen wir noch herausfinden. So, auch die Waffen können wir fotografieren. So typisch.
Okay, es wird als einfacher Stock bewertet. Okay. Ist interessant zu wissen. Okay. Ist interessant zu wissen, dass hier Abholzen nichts bringt. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ich treff's. Ja gut, ihr könnt eigentlich auch mit der Bombe. So. Aber eben, es hat nichts gebracht. Aber ich wusste es auch. Keine Sorge. Sauna ist kalt gemacht. Okay, jetzt weiß ich, warum es diesen Namen bekommen hat. Weil es qualmt. Logisch. Okay. Oh. Hallo. Ich wurde gerade überrascht. Bocklinhauer. Eigentlich könnte ich es aber fotografieren. Aber nicht jetzt. Nicht während der Typ da ist. Wait. Okay, das zum Beispiel kann ich nicht fotografieren. Alles klar. Oh. Das tut jetzt weh. Aber so, wenn ich es richtig verstanden habe. Eben. Ich kann mich nicht heilen. So, ihr Knosper. Perfekt. So. Das ist etwas, was ich sehr gerne gemacht habe. Oh, Felsbrockenhammer. Das müsste leider im Mainstream damit klarkommen. So, aber etwas kann ich jetzt leider nicht verhindern. Das hier die ganze Zeit piepst.
Gut, aber ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit da rumhängen. Ich meine, wenn schon. Ja, das war klar. Das war in Breath of the Wild auch so. Also dem Miasma kann ich nicht fotografieren, alles klar. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt unterhalb von diesem Ding stehe. Ja, ich habe das Ding genannt. Werde ich dann automatisch geheilt? Also zumindest die bösen Miasma-Herzen. Okay. Die läuft blut. Kann ich nicht fotografieren. Was mich jetzt aber interessiert. Ich merke, dass ich immer noch Probleme habe. Wie komme ich drauf? Ah, okay. Jetzt bin ich geheilt. I'm genius. Das müssen wir nicht erklären. So, dann mache ich es anders. Ich teleportiere mich so. Ganz einfach. Also ich muss sagen, ich bin recht neugierig, was da unten abgeht. Ob wir vermehrt da unten hingehen müssen oder nicht. Super. Ich bin immer noch Team Kaschik.
So, diese Aufgabe haben wir jetzt schon mal abgeschlossen. Aber ein Moment, wo war der Typ? Ah, da. Alles klar. Dann würde ich aber erstmal, weil wir das letzte Mal. Ach, wir können nicht teleportieren. Fühle mich jetzt gerade ein bisschen verarscht. Also den Schrein, den wir letztes Mal gesehen haben. Also es sind sogar mehr, aber. So, noch ein fettes Foto von Waldschwein. Diabolo. Diabolo? Was meinst du, Diablo 4? Übrigens. Vielleicht. Wait, ich habe eine Idee. Nein. Ach du blöd, Jan. Warum kann ich das nicht befestigen? Okay. Das Problem ist, mit dem Gewicht würde es eher nach vorne kippen. Deswegen würde ich es eher so machen. Ich probiere es mal.
Kräuterreisbällchen. Alles klar, dieses kleine Rätsel hier haben wir schon mal herausgefunden. Da können wir uns nicht zerstören. Und ich frage mich, warum es dort hinten liegt und nicht da. Aber egal. Dieses Rätsel haben wir jetzt gelöst. Ich den Schrein fotografieren. Ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört. Ist ja auch egal. Uns steht eine Aufgabe vor. Ich muss sagen, ich habe Diablo 4 noch nicht angefangen, als richtiger zu spielen, weil ich leider mit was anderem beschäftigt war. Und das ist halt Final Fantasy. So, und nun, ihr kennt es ja vom letzten Tears of the Kingdom Stream. Ein Only Emoji Chat, damit ihr mich nicht spoilert. So, da kann ich gleich mal was fotografieren. Beide verrostete Dinge. So, da brauche ich die erste Route gar nicht mehr. Haha. Oh. Na gut. Kleines Tutorial. Ein kleines Tutorial. Ja, aber war ein bisschen weit, aber dennoch. Ich hab's mit dem Timing nicht so.
So, die Bohnentasche ist wohl. Ja, gut, dann muss ich euch gar nicht vermuten, aber. Oh. Das würde ich aber gerne fotografieren. Oh, Schatztruhe kann ich auch fotografieren, nice. So viele Dinge, die ich fotografieren kann. Übrigens, ich habe gesehen, dass wir 100 Follower wieder erreicht haben. Dass ich eine kurze Zeit auf einen Schlag 20 Follower weniger hatte, habe ich sie wieder gut nachgeholt. Aber ich wünsche dennoch. Ups. Hat wohl zweimal reagiert. Also wenn ihr schon loggt, dann natürlich tap-muten und nicht der ganze Stream. Damit würdet ihr mich sicher einen Gefallen tun. Segenslicht. So, dann haben wir den nächsten Schrein erledigt. Ich will immer Dungeons sagen. Aber im Prinzip war es ja auch damals immer Dungeons. Und jetzt auf einmal Schreine. Oh. Und so, wow. Du warst ja da drin. Geil. So, aber mein Ziel. Befindet sich dort hinten. Da wurde jetzt gerade was gejagt, oder? Das Schweinchen, also. Ich habe da ein Leuchten gesehen, deswegen habe ich ja auch schnell markiert. Wait. Das kann ich so mit der Ultrahand aufziehen. Fenopal. Es wird viel fotografiert, das weiß ich.
Oh. Was seid ihr denn für Monsterchen? Ich kann mich nicht. What the fuck? Also begraben lasse ich mich gerne, aber nicht auf diese Art und Weise. Und ich sag so, ich war auch so richtig chancenlos. Wait. Erstmal Hyrule Barsch fotografieren. Aber ich würde dennoch. Wait. Da habe ich sogar mehr. Aber die verschwinden ja. Ach, geht doch. Ich werde erstmal noch die Schätze holen. Natürlich gerade die Fische. Ach, blauer Rubin. Damit kann ich leben. Ich muss aber sagen, ich habe meine Mühe mit den Fähigkeiten austauschen, sprich sie zu aktivieren. Wait. Ich folge diesem Weg hier. Aber so, stimmt ja, so ein Fleckchen. Wird dann gelöscht und Feuerfrucht. Okay. Ich habe jedes Mal das Gefühl, uns erwartet gleich ein etwas. So, mit einem gezielten Weitschuss. Ja, das war ein bisschen. Ein bisschen höher. Nee, tatsächlich nicht.
bin ganz ehrlich eher so ein bisschen sprachlos, was mich da erwartet. Ja. Pause machen beim Klettern. Muss auch sein. Okay, das hat aber nichts gebracht. Oh, wait. Von euch brauche ich Foto. Das war ja nicht klar, dass sowas abläuft. Natürlich zählen die auch als Waffen. Wait. Dich möchte ich haben. Schon ordentlich Schadenmassen. Ah, die kann ich auch noch fotografieren. Was ich da alles fotografieren kann. Ja, da schwimmt Hand weg. Das wird auch noch ein Spaß, die ganzen Crocs zu finden. Aber die kann ich nicht fotografieren. Nee. Beides habe ich ja schon mal fotografiert. Nun kommen wir aber zu der Situation, in der ich mich frage, also hier ist 100% ein Kork, aber ich habe eine Idee. Aber erstmal ein Foto machen. Tschüss. So, Pilze kann man nie genug haben. Aber dich möchte ich fotografieren. Zählt das? Ach du kleines Lümmerchen. Ach,
Das ist ein Rätsel. Come on. Wait. Das ist ein anderes Rätsel. Das muss so rein. Wenn ich jetzt reinbringe. Nee. Ah. Damit es so ein Kreuz wird. Ja. So, damit haben wir dieses Rätsel hier gelöst. Ich habe und das ungute Gefühl, mich erwarten demnächst wieder die Monster. Oh. Geil. Baum. So, Chilis natürlich. So viel fotografieren, wie es nur geht, aber oh. Alter. Alter, was ist denn das hier? Oh. Hartholzprügel. Welches der schlechten Waffen kann ich wegwerfen? Ich würde lieber das verrostete Schwert hier wegnehmen. So, Eichel kann ich keine fotografieren, aber natürlich Schleimschild. Ihr seid sowas von kreativ. So. Aber ich würde gerne das Holz bearbeiten. Die kann ich auch nicht fotografieren. Okay. So. Hört das nicht mal einen netten Überraschungseffekt? Von einem sogenannten Bluffbaum. So, aber jetzt habe ich. Ah, da. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alles ein Bluffbaum ist und ich genau aus dem Grund angreifen muss. Oh, das ist einfach.
Mann, ich habe hier Fläche zum besser klettern. Ganz simpel. So Leute, ihr wisst, was wieder abgeht. So, hier geht's um Windkraft. Übrigens, kann ich das fotografieren? Nee. Ach. Ich habe eine Idee. Geht doch. Kann ich dich auch mitnehmen? Ja, sehr schön. Okay. Ich sehe schon, was das Spiel uns sagen möchte. Leute, ich werde langsam ein Genie. Ich werde tatsächlich so ein Genie. Aber eine Belohnung, dass ich nicht haben möchte.
Oder so, und dieses Problem habe ich so teilweise gelöst. Oder auch nicht. Ich habe sie gelöst. Genau, das nervt mich. Warum muss ich es immer aktivieren? Aber ja, das war's auch schon. Das habe ich sehr gut gelöst. So, und da ich dieses Schrein jetzt gelöst habe und dabei noch was herausgewonnen habe, dafür brauche ich dann wieder die Ultrahand. Ich könnte es ein bisschen weiter vorne ran tun. So. Ja, anscheinend war da jemand schon. Aber ich weiß gar nicht, was da gemacht wurde. So, Stachelkeule. So, eines muss ich noch schnell schauen. Genau. Ich würde gerne alle Waffen erstmal fotografieren. Prügel. Geht doch. So, Reiseschwert.
So, dann haben wir alles fotografiert. Bis wir das Sportling entdeckt haben. So. Mehr Geld. Ich kann mich an diesen Bluffbäumen nicht gewöhnen. So. Äpfel kann ich auch fotografieren. Hör auf, ich möchte hier. So, Apfel kann ich fotografieren, aber Goldapfel? Warum kann ich den Goldapfel nicht fotografieren? Ach, danke schön. Aber das interessiert mich jetzt. Ja, bis der Baum uns wieder dann vertroscht. Warum kann ich den Brunnen fotografieren? Ah. Ich weiß, wie ich den Titel heute enden werde. Link, der Fotograf. Nach einem Date kommt was? So. Und die Frage ist, komme ich darauf? Ja. Immer mit der Fähigkeit. So. Oh. Hinox. Denkt ihr, wir können es besiegen? Gott, habe ich mich für eine kurze Weile schrocken. Ja, Baum, ich sehe dich. Okay, Essen kann ich nie fotografieren. Okay. Hallo.
Ja, das war klar. Ich muss hier halt schon sehr passiv spielen. So. Und du bist down. Nö. Reisebogen. So, das kann ich nie fotografieren. Palmfrucht, aber. Hinoxhorn. Okay. Kurzen Moment. Ach, come on. Ich habe im Prinzip gar nicht so schlecht gekämpft. Für das ich fast keine Waffen habe, die. Wow-Effekt haben. Hier muss aber immer noch eine Waffe liegen. Warum habe ich Reiseschwert fotografiert, aber. Ich frage mich, ob ich dich fotografieren kann. Ohne dass du abhaust. So, Rumi, natürlich. Übrigens, wenn man es abschießt. Bekommt man natürlich Geld. Ach nee, das wollte ich jetzt gerade nicht.
Ich habe es gesehen, aber habe zu spät reagiert, ganz ehrlich. Ach, die Raubschleime. Die sind auch noch da. Ich war wohl zu nah dran. Aber egal. Dann werden wir erstmal diese Höhle erkundigen und hoffentlich auch nicht sterben. Also wenn es den Raubschleim nicht, ja, was ich jetzt vermutet habe. Mond in tiefes Rot gefärbt. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seelen der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Wie einst im großen Kriege es geschah, ergießt sich ihr Hass von neuem über das Land. Surprise, surprise. Ja, wenn du nichts machst, kann ich dich auch nicht angreifen. Das war jetzt ein bisschen furchtbar. Das war jetzt wirklich furchtbar. Ich meine, diese Position. Ich meine, kaum hast du einen Gegner besiegt. Ah, cool.
Dann würde ich dies aber gerne fotografieren. Wait. Ah. Ach, man soll dann Schild. Okay. Jedenfalls wird es kein Spaß sein, was Klettern angeht. Aber ich hab's geschaut. Dann haben wir wohl den oberen Punkt erreicht. Ach, da ist der kleine Monster hinten ja wieder. So, Feedkröten. Und Spurkröte. Okay. Ja, ich habe es gerade gesehen. Alles löschen, weil er klickt davon. Ach, das Fisch war jetzt cool. Ah. Leuchthüllenfisch. Irgendwas hat mich da jetzt angegriffen. So, aber immerhin kann ich das noch fotografieren. Langstock mit Faust selber. Hättet ihr nicht noch größere Namen aussuchen können? So, wenigstens haben wir da jetzt herausgefunden, was uns angegriffen hat. Pilz.
So, das kann ich nicht fotografieren. Aber das sind eben genau die Dinge, die die Herren gesucht haben. So, jetzt habe ich dich auch noch fotografieren können. Wait. Ah, Sonnenlicht. Gut, dann haben wir ja nicht hier alles entdeckt. Haben neue Tiere gesehen, neuen Feind, neue Kombination. Okay. So, und was sagst du? Gibt es den Elden im Nordosten am Stall des Waldes die zweite? Okay. Alles klar. Danach hat es wohl nichts gebraucht. Außer eben, dass wir da neue Feinde gesehen haben. Kann ich die nicht fotografieren? Wait. Ist es Terry? Ach nee, der Händler. Ach, da ist ja Terry. Boah, schon recht teuer. Und dann ich kein Item, was mir auch wirklich helfen kann. Schade. In etwas konnte ich gerade scannen. So, Pferde. Fackel. Nee. Ah, den Wischmob. Ach, schön. Auch das fotografiert. Eine sehr effektive Waffe. So, den einen Hund können wir auch noch fotografieren. Weil ich denke, dass wir alles fotografieren können.
Ah, wahrscheinlich konnte ich genau wegen Hyrule Gras. Okay, dann hat sich meine Frage schon mal erklärt. Leid, aber ihr wisst ja, wie es jetzt abläuft. Aus Schutz zum Spoiler. Right. Gut, da war wohl nichts. Ich dachte. Man kann ja immer davon ausgehen, dass er irgendwas ist. Nee. Ich sag's ja, ich krieg ja nicht hin. Im Prinzip müsste ich es da. So. Das habe ich jetzt gut hingekriegt. Oh, cool. Ach, das ist ja nur eine Demonstration, bis das Ganze funktioniert. So, hier oben hat sich praktisch fast nichts gelohnt, oder? Ich sehe, was ich machen muss. Aber
Genau das wollte ich. Ich muss sagen, dass Hartholzprügel recht gut ausgehalten hat. Ah, okay, es geht weiter. Sehe schon das Ziel, aber keine Schatztruhe. Was mich so teils irritiert. Ich sag's ja. Ich krieg's ihn einfach nicht hin. Boah. Das hat jetzt übelst weh. Zum Glück kann ich da jetzt nicht runterfallen. Aber die Idee ist nice. Wer kommt auf die Idee, dass man da jetzt sowas miteinander verbinden kann? Kann ich es ein wenig beeinflussen? Ja. Und wie ich es beeinflussen kann? Geh einfach in das Loch rein. So fühlt sich Basketball an. Man wartet sich Jahre darauf, dass es endlich reingeht. Und ich habe vor kurzem das FIBA 3 gegen 3 Finale geschaut. Du hast auch gegen Serbien gespielt. Und ihr könnt so vorstellen, die Amerikaner haben praktisch von Anfang an geführt, sie waren dem Sieg näher als Serbien. Und dann haben sie tatsächlich geschafft,
den Sieg zu vermasseln. Ich meine, es war 18 zu 15 oder 19 zu 15. Ich weiß jetzt nicht mehr haargenau. Und tatsächlich hat Servan da wirklich aufgeholt. Und wie? Ich spiele mit dem Feuer. Ja, schlussendlich hat Servan gewonnen. Weil sie die Chance besser ausgenutzt haben. Tja. Sowas muss man auch können. Ich muss sagen, ich hatte jetzt gerade wieder mal Schiss. Aber ich denke, ich kann mich jetzt wieder mal entsperren. Also sprich, euch zum Chatten aktivieren lassen. Weil ich habe die Lösung schon gefunden. Und ich muss im Prinzip nur noch den Ball in das kleine Loch reinbringen. Und dann habe ich es. So. Und da spielen wir wieder. Perfekt. Ja gut, ich sag so, bei dem Basketballspiel, Dragon 3. War eh klar, wer der Favorit ist. Natürlich Serbien. Ich meine, als fünffacher Weltmeister, inklusive Europameister, sind es halt das Maß der Dinge. Aber die Amerikaner, sprich, diesmal hatten sie wirklich Mühe. Von der Gruppenphase, gut, gegen Madagaskar haben sie dann ordentlich gewonnen. Aber Madagaskar. Bei der ersten Teilnahme, wow, auch nicht schlecht. Sie haben Frankreich geschlagen. Das muss man auch können. Deutschland hat, wenn ich jetzt richtig liege, auch nur einmal gewonnen und das gegen Madagaskar. Ja. Brasilien als Gruppenzweiter. Wenn wir jetzt bedenken, dass Serbien da gegen Österreich gespielt hat, knapp gewonnen hat. Wait.
Also ich weiß nicht, was das sein könnte. Ja, im Prinzip hat es bei mir nichts gewirkt. Ivarok. Autsch. Alter. Ich habe keine Chance. Ich lasse dich in Ruhe jetzt. Oh. Dass ich da jetzt noch ein Foto machen möchte, das ist gewagt.
Der Typ wieder. Und ich dachte schon, dass der Bivarok uns noch verfolgen wird. Wow. Ich habe eine Idee. Also im Prinzip kannst kann mir mal einer erklären, was da jetzt abläuft? Und natürlich wieder der gleiche Mist. Warum auch? Alles fertig. Dass ich Geld bekomme. Mach das. Ich weiß nicht, was vor besser war. Das hier oder... Wait. Was machen diese Kriegerkonstrukt hier? Come on. Einfach verdammt mühsam. Ich muss sagen, die Waffe ist jetzt nice, aber...
Wait. Ich finde die Kombination recht geil. So, aber was ich jetzt machen werde, ist natürlich was essen. Sonst geht dieses Gepiepse eigentlich ja recht nervig. Oh, nice. Ich habe für kurzen Moment nicht sehen können, was da passiert. Hey. Ja, aber der Schaden ist wieder. Aber jetzt ist es wieder ruhig. Ich habe da irgendwo. Genau, den Wurfspeer. So, Moblinhorn. Ach, der Holzschild. Also ich sag so, heute sind wir nicht so produktiv. Das kann ich euch schon mal bestätigen. Aber wenn ich bedenke, was wir jetzt gerade machen. Wait. Kann ich das schmecken? Ups. Das war jetzt nicht geplant. Wait, das ist aber ein anderes. Sch Come on, verarsch mich nicht.
Wäre froh, wenn du nicht abhaust. Weil ich würde dich gerne. Ach, danke schön. Da haben wir schon mal nächste Tiere, die wir fotografieren können. Ich kann auch nicht alles fotografieren, aber. Ich habe das Gefühl, das sind jetzt noch die anderen Tiere. Ich sag's ja. So viele Tiere, ey. Unser Ziel ist ja nicht das oben hier. Aber ich wollte eigentlich noch das hier schauen. Das war mein eigentliches Ziel. Wait. Ich habe eine Idee. Warum kompliziert machen, wenn es auch umständlich? Ja, war eh nichts. Alles klar. So, Ausdauerstrecke, nice. So, gleich mal den Steppenfuß als nächstes. Ja, es tut mir leid. Wait. Was ist da jetzt gerade geflogen? Ach! Ah, okay. Ich frage mich jetzt gerade, warum ich auf das Ding geschaut habe. Wait. Die Vögel möchte ich fotografieren. Das sind glaube Blauspatz. Come on, come on. Ach, danke schön. Okay. Himmelspilz. So, und wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich habe sie verstanden.
Also im Prinzip. Das brauche ich eh nicht zu fotografieren. Schon wieder Rumi. Wait. Nein. Jetzt nicht warten können, bis ich da runtergehe. Ja. Ich mache dir den Gefallen, aber nicht jetzt. Erstmal möchte ich den hier fotografieren. Perfekt. Das wollte ich, jetzt kann ich dir den Gefallen tun und die Samen geben. Hat er nicht eingesagt?
Wir überspringen das mal. Okay, das ist jetzt verschwunden. Aber gute Entscheidung mit der Waffe. Ich muss sagen, ich hab's immer noch gut drauf. Oh. Warum mache ich ein Foto von dem? Brocken. Oh. Sieh mal eine an. Was sehen wir denn da? Ha. Ja, etwas mit dem mehr Wumms. Nee, leider nicht. Schade auch. Aber vielleicht könnte das wehtun. Ja. Oh, nice. Einen haben wir schon mal erledigt. Ich habe den Tod gesehen. Den Game Over Screen. Egal was. Aber ich finde es auch nur schade, dass wir da nichts machen können. Wir haben keine Bombe, wir haben gar nichts. Wir können nicht auf Dauer so weitermachen.
Könnt's probieren und runtergehen. Aber ihr merkt ja selber. Es bringt gar nichts. Nee. Tatsächlich war das eine blöde Idee. Ich dachte, ich hätte eine Chance, aber ihr habt's gesehen. Ich habe da keine Lösung, wie ich den besiegen kann. So, Erzbrocken. Oh, und da sind sie ja wieder. Es bringt einfach nichts. Ich bin einfach zu schwach. So, und ihr kennt's ja wieder. Viel Spaß. Okay. Große Sonne, Energiesphäre. Ah, zeitweilig unbegrenzt. Warum habe ich jetzt deine Nachricht erst jetzt bekommen? Oder hast du erst vor kurzem geschrieben, Miho? Also, Mio, ich sag so, wenn du eine Idee hast, wie ich solche Hände besiegen kann, kannst ruhig schreiben. Ich meine, ich hätte noch eine andere Möglichkeit, einfach warten, stärker werden, mehr Herze haben und so weiter, aber ich spreche jetzt eine Lösung für jetzt. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich bei einem Gegner so wirklich viel Mühe habe. Tja, das war's auch schon. Ich glaube, ich habe die Lösung. Zumindest diesbezüglich.
Und es wird mir nicht gefallen. Ja. Es wird mir überhaupt nicht gefallen, was ich da jetzt machen muss. Okay. Wait. Kann ich das fotografieren? Oh, nö. Okay. Weißt du was? Das sind so furchteinflößende Gegner. Ohne jeglichen Plan. Wie ich die besiegen kann. Ach, dumm nur, dass es auch nicht die Lösung ist. Könnt es hier probieren. Ich meine, ich weiß, wo ich eigentlich ran muss, aber irgendwie. Warum muss ich sowas fotografieren? Also müssen nicht, aber. Ishirok. Das ist nur der Bernstein. Wait, ich habe eine Idee. Wenn du aufhören würdest zu klettern. Dankeschön. Ja, ich hasse dich auch. Meine Lösung könnte eventuell dieser Stein hier sein. Was sonst denn, das interessiert mich schon.
Wait. Ach so. So macht man das. Und warum kann ich das nicht überspringen? Nee, ist egal. Ich kann es nicht überspringen. Ist egal. So, dann haben wir die nächste Oberflächenkarte freigeschaltet. Hyrule-Gebirge und der Panda-Grenzland. Gut, aber ich weiß, was ich noch machen werde. Da werde ich den Stream beenden. Genau, das wollte ich sehen. Vielleicht gibt es hier noch was zu fotografieren. Oder aggressive Bäume, die wir seit kurzem kennen. Aber mal schauen, was da jetzt passiert. Das war eigentlich nicht der Plan, dass wir ein oder besser diesen Schrein machen. Aber anscheinend dachte das Spiel. Jo. Oh. Dich möchte ich fotografieren, Fee. Hey, listen. Nee. Mal schauen, was es hier alles gibt.
Okay. Jetzt bin ich neugierig. Das war einfach. Ich hätte da 10 Sekunden sogar noch was machen können. Ah ne, weniger. Um 20 Sekunden. Oh. Nee, ich hab's nicht geschafft. Aber ich weiß auch nicht, ob es. Ja, also das würde ich jetzt gerne probieren. Ihr habt's ja gesehen. Ich habe da bei einer Stelle hier ein bisschen verbockt, aber. Geht doch. Nee. Ganz ehrlich, ist ja nett von dir, aber muss echt nicht sein. Ich war eh zu schnell, also. So. Naja, ich glaube, das ist keine Prüfung. Deswegen würde ich auch nicht Chat deaktivieren. Aber gut, eigentlich war was anderes geplant, aber. Oh! Das ist Tutorial. Ah, da muss ich nun tatsächlich den Chat nicht deaktivieren. Hey.
Ich hab's noch drauf. Praise the sun. Ich brauche Pfeile. Oh. Aber der hier geht langsam kaputt. Auf dem Boden. Sag Cheese. Also wir haben wirklich viele Fotos gemacht. Ohne Windel aber. Dann überspringen wir das schnell mal und mich habe ich nur noch kurz mein Album zeigen. Ja, von meinen damaligen Kinderfotos und weiß Gott noch, wer da drauf war. Nee, Spaß beiseite. Hier nur den Bogen. Ah, das ist der Hyrule Handbuch. Okay. So, dann können wir sehen. So, 21 von 92 Tiere fotografiert, 12 von 110 Monstern, 29 von 126, 26 Waffen. Oh, cool, 5 von 6 Schätze. Okay. Jetzt mal schnell schauen. Natürlich auf der Karte. Ich wollte eigentlich. Wait. Wisst ihr was? Ich wollte da landen. Aus einem bestimmten Grund. Oh. Oh. Ja, ich muss das opfern. Das war jetzt das Dümmste, was ich je gemacht habe. Ich hasse diesen Bereich, das könnt ihr glauben. Nicht nur in Breath of the Wild, auch hier werde ich es hassen. Die verdammten Pilze. Ich meine, ich frag mal lieber nicht. Was machst du denn da? So.
Okay, funktioniert auch. Ich weiß nicht, was du da machst, aber jedenfalls bist du an dem falschen Ort. Da kommt kein Schwein. Danke für deine Hilfe. Ich frage mich aber, wie viele von den Schildern ich damit helfen muss. Was kannst du... Wait. Woher hast du dieses Pilz? Wait. Mich, das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich mich da jetzt gerade ein bisschen vertan. Ja, kann sein. Ja, definitiv. Ups. Ja, Link kann nicht schwimmen. Aber sagt mir nicht, dass es nicht gezählt hat. Toll. Ich fühle mich verarscht. So, und das ist mein eigentlicher Ziel gewesen, den ich eigentlich machen wollte. Tja, das ist nicht der Fall. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich weiß, wenn ich auch direkt raiden werde, und das machen wir jetzt auch, ich möchte auch nicht groß drüber reden. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum... Ja, bis morgen. Ich weiß nicht mehr, was ich streamen werde, aber ja, das werdet ihr sehen.